Hallo, hier ist Noala Huta, endlich mal wieder ein Video. Ich wollte das schon ganz lange machen, hatte aber keine Muße und deswegen kommt es erst jetzt. Aber ist nicht so schlimm, lässt sich ja immer noch alles umsetzen. Ja, und zwar geht es mal wieder um den Bereich, wie lassen sich Kinder vor allem in dem Fall effektiv und einfach beschäftigen, ohne Aufwand, nur mit ein bisschen Erfindungsreichtum und ja, offenen Augen. Und zwar beim Unterwegssein. Sprich, es soll darum gehen, wie eine Kindergruppe, mit der ihr unterwegs seid, ja, sinnvoll beschäftigt werden kann beim Laufen. So dass keine Langeweile aufkommt im besten Fall. Und dafür könnt ihr euch den Weg selber zunutze machen. Und zwar folgendermaßen. Ihr müsst euch nicht mal die Wegstrecke, die ihr gehen wollt, zusammen eingeprägt haben oder vorher abgelaufen sein. Ihr könnt es natürlich machen, vor allem dann, wenn es für euch keinen großen Mehraufwand macht und wenn ihr euch vielleicht ein bisschen unsicher seid, was eure spontanen Einfälle angeht. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal gucken, was so kommt und euch so losen, so ein paar Eckpunkte zurechtlegen. Da gebe ich euch jetzt einfach ein paar Beispiele dazu. Genau, und ihr könnt es dann beliebig ausbauen. Also im Prinzip geht es darum, diese Wegstrecke, die ihr geht, so zu nutzen, dass die Kinder eben beschäftigt sind, vielleicht auch gleich ein bisschen Sport machen. Ist jetzt aber nicht dafür geeignet, ja, so einen 2-Stunden-Lauf die ganze Zeit so durchzuziehen. Also es ist schon eher vielleicht, wenn ihr vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo hinlauft und ihr wisst, eure Gruppe neigt dazu, sich schnell zu langweilen. Ist vielleicht aktuell noch nicht so gut zusammengeschweißt, hat vielleicht gerade ein paar Konflikte oder sowas und braucht ein bisschen Ablenkung. Und da eignet sich's dann zu sagen, okay, wir nehmen zum Beispiel den umgestürzten Baumstamm und da gibt es dann einen Hürdenlauf dazu. Oder ihr nehmt ganz einfach die Baumschatten, die sich zeigen. Oder irgendwelche Tannenzapfen, die auf dem Weg rumliegen und darum geht es dann Slalom. Oder Wegsteine, die liegen und dann gibt es ein Hüpfespiel. Also das sind ganz einfache Beispiele. Und ja, das lässt sich beliebig ausbauen. Ich muss jetzt mal Schluss machen. Ich mache vielleicht eine Fortsetzung.